Am 20. November fand im Hockesaal in Stift Rhein die Verleihung der Bildungsförderpreise der Marktgemeinde Gradweinstraße Engl statt. Auf Initiative des Fachausschusses Jugend und Sport und in Kooperation mit dem Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und Ortsentwicklung wurden heuer erstmalig Bildungsförderpreise für Dissertationen, Diplomarbeiten, Masterarbeiten und für den gewerblichen Meisterabschluss verliehen. Ja, also der Bildungsförderpreis, das ist eine Grundidee des Ausschusses für Jugend und Sport. Und wir wollten eben insbesondere junge Menschen in unserer Gemeinde, die sowohl im berufsspezifischen Bereich, also sprich Meisterausbildung, als auch im akademischen Bereich, sprich Bachelor bis Doktorat, gute und hervorragende Leistungen erbracht haben, ins Rampenlicht stellen. Ja. Diese bekommen einen entsprechenden Bildungsförderungspreis, sofern sie gewisse weitere Bedingungen erfüllen. Und ich glaube, heute war das eine eindrucksvolle und gelungene Veranstaltung, insbesondere, dass man gesehen hat, welche Kompetenz hier bei den jungen Leuten liegt. Das ist wirklich unglaublich und wunderschön zu sehen. Ja, für mich ist es super schön zu sehen, wie wir als Wirtschaftsobmann in unserer Gemeinde 5 neue Meister, Jungmeisterinnen, angehende Unternehmerinnen gute Ausbildung genossen haben und für unsere Jugend ganz wichtig jetzt in der Zukunft auch wieder Lehrstellen in unserer Gemeinde geben wird. Und sehr gute Lehrstellen mit einer hochwertigen Ausbildung. Und da können wir sehr positiv in die Zukunft blicken. Verfasst habe ich die Bachelorarbeit auf dem Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Bildung erhöht die Erfolgschancen im Berufsleben und so belohnte man seitens der Gemeinde die Abschlussarbeiten von insgesamt 13 jungen Gemeindebürgerinnen und Bürgern mit Hauptwohnsitz in Gradweinstraße Engl und mit Förderbeträgen zwischen 100 und 500 Euro. Es freut mich natürlich immer, wenn ich so junge Menschen sehe. Nicht nur die, die da jetzt ein abgeschlossenes Studium, ihre Arbeiten da präsentiert haben, sondern besonders gut haben mir auch die 3 Meister gefallen. Ein Maler, ein Elektrotechniker und ein Fliesenleger. Das sind Berufe, die wir heutzutage ganz dringend brauchen. Und es hat mich wirklich gefreut, dass ich da heute dabei sein habe können. Und ich habe diese jungen Leute alle miteinander sehr bewundert. Im gewerblichen Umfeld ehrte man 3 neue Meister und eine Meisterin. Namentlich waren das Daniel Löscher, Roland Sabatti, Christian Benedikt und Christina Bosch. Ja, ich habe machen müssen verschiedenste Imitationen und Arbeitsplatten, genauso wie Türlackieren, Koje gestalten mit einer verschiedenen Technik und die Koje einrichten. Und ja, was noch? Praktisch war es das eigentlich und dann kommt halt noch das Theoretische und die mündliche Geschichte dazu. Im akademischen Bereich gingen die Bildungsförderpreise für Bachelorarbeiten an Karin Watko, Sabine Sande und Anna Siegel, für Masterarbeiten an Martin Maric, Konstantin Brawitz, Ognjen Radisic und Benjamin Steinwender und für Diplomarbeiten an Marion Haag und an Magister Dominik Seewald. Stellvertretend hat Reporter Markus Hirzer hier mit Marion Haag gesprochen. Also meine Diplomarbeit geht hauptsächlich um Aromapflege und Aromatherapie im palliativen Bereich. Das heißt, Aromapflege ist eine komplementäre Pflegemethode. Das heißt, dass der Mensch als ganzheitliches System auch betrachtet wird und nicht nur der Körper, also das Körperliche, die Symptome und die Medikamente, sondern auch die Psyche und auch der Geist. Ja, bei palliativen Patienten geht es eben darum, dass sie keine Heilung mehr haben. Das heißt, keine kurative Medizin steht mehr im Vordergrund, sondern einfach, dass die Lebensqualität erhalten bleibt und auch gefördert wird und das kann man mit Aromapflege und Aromatherapie gut machen. Förderkriterien und wie auch 2018 derartige Abschlussarbeiten seitens der Gemeinde gefördert werden, erfahren Sie auf der Gemeinde-Homepage unter www.gradwein-straßengl.gv.at.